So, die Party. Wir waren betrunken. Wir haben Matt geküsst. Wir haben Teenager gegriffen. Wir haben geraucht. Wir haben die Kräfte verheimlicht. Wir haben das Haus aber leider nicht angebrannt. Ja, weil ich die Couchrobe geschossen habe. Ja. Ich hätte vorher die Kerze anheben müssen. Habe ich doch gesagt. Ja, das war mein Fehler. Aber ich wollte halt eigentlich noch ein bisschen spielen. Ich wusste nicht, dass dann schon vorbei ist. Weil die hatten es verdient. Das stimmt. Nicht ganz so blutig, also... Ach, doch. So ein bisschen, ja. Ach, natürlich. Setz mich mal zu dir, ja? Oh, mein Tisch. Ja, ich komme hier hin. Ich setz mich mal zu dir. Lass das ein! Wegen dir haben wir Ärger! Also hör jetzt auf! Du bist doch jetzt älter, oder? Nein, wir sind schon wieder jung. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Kannst du laufen? Genau. Ja, hätte ja sein können. Tafel? Okay. Hallo, Judy. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Erstmal hingehen, umarmen, ne? Nein, alles abgucken. Ziemlich trocken, die Bücher. Ehrlich gesagt, gelesen habe ich die auch nicht alle. Was ist mit dir? Liest du gern? Einfach wählen. Du musst ihm antworten, hat dir eine Frage gestellt. Nö, geht ja nicht. Das war nicht die Markierung. Das ist meine Frau Helen mit meiner Tochter Laura. Meine Tochter ist fast so alt wie du. Die sieht viel älter aus. Ja. Du kannst dich setzen, wenn du willst. War doch noch was an der Tafel. Okay. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Judy? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Immer total zurückhaltend. Ich kann verstehen, wenn du nicht gerne darüber reden willst. Aber wenn doch, finde ich vielleicht etwas raus. Dieser Freund. Kennst du ihn denn schon seit langem? Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Kannst du ihn für mich malen? Du machst doch gerne. Ja. Du malst jetzt bestimmt eine rosa Wolke. Das stimmt aber nicht so ganz. Ich bin Linkshänder. Ja, jetzt bist du aber Jody. Jody. Wie sie es macht, ne? Bemerkenswert. Das Malen ist wichtig. Du hast dich auch gemalt. Stört's dich, wenn ich's ansehe?
Also, dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Was soll ich denn machen? Kannst du entscheiden? Dann lass mich fliegen. Machen wir es harmlos, oder? Ja. Das sieht er wenigstens direkt. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag Aiden nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Ich? Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Das waren die Monster. Monster, also ich verstehe. Erste Besprechung. Aiden gezeichnet, Aidens Kräfte gezeigt. Sehr schön. Willkommen bei der CIA. Ach nee, das ist das, was wir alle schon erlebt haben. Und jetzt sehen wir, wo wir hinkommen. Wir fangen jetzt Arbeit an, was? Wir wollen uns doch nur missbrauchen, unsere Kräfte. Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training Nett. Startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Sehr freundlich. Und wenigstens ein eigenes Zimmer. Und schon Haare geschnitten. Das ist das, woran ich mich erinnere, was total schwierig war. Und streng dich an. Die Ausbildung zumindest. Komm, Jody, mach. Bleib doch mal entspannt. Das geht auch wohl besser. Der rennt außen rum. Der Cheater. Los, fest zugreifen. Nutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber! Heut noch! Ganz genau so, Holmes! Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Nerv mich nicht. Bestimmt ist nur Tutorial, es wird bestimmt gleich schneller. Warum guckst du gerade so runter? Ob du den Controller störst oder so, also den Move Controller oder so. Das tat weh. In Deckung. Schieß dich. Das war kacke. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Da, hallo? Was machst du? Gehe da rüber. Komm raus da!
Müssen wir später im Spiel richtig machen. Prüfung schreiben, ist das nicht schön? Ich muss schreiben, Arm bewegen. Mhm. Ja, das ist richtig. Richtig. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um! Das bin ich. Miet. Jetzt weiter. Dass sie selbst sowas trainieren bei der CIA, ich wusste es doch. So, viel Spaß. Ablenken lassen. Schneller! Und lass den Fettarsch unten! Ey! Vorwärts, komm, euch! Lass den Fettarsch unten! Das ist doch nur eine schöne Aussicht. Mit Aiden einfach durch die Wand. Mach schon, Rekrut! Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein! Stress sie nie. Ich bin empfindlich. Das hoch würde bei mir auch noch gehen, das runter wäre das Problem. Nice. Die ist genauso fit wie ich. Hallo. Nicht übel. Nicht übel? Ich habe hier gerade zwei Kerle fertig gemacht. Hallo? Ja, ich würde sagen, nicht übel. Das macht doch jeder heutzutage. Mit den Schuhen auf dem Bett. Wie es bei mir ist. Achso, na dann. Das war das, was so übelst blöd war. Weil ja, so gegen echte Personen. Also in dem Training.
Du schaffst das. Wo ist unsere Fahne? Was? Ich muss sie losschicken. Zieh mich zurück. Ups. Kannst du ihn von hinten ausschalten? Ich muss gerade lesen. Hallöchen, Corinna. Ja klar, schafft sie das. Locker. Und zusammen schaffen wir das sowieso. So. Nium. So schnell kann ich nicht reagieren. Nee, ich glaube, es ist auch nichts. Geh zurück. Zurück. Du musst nochmal zurück, oder? Also, nein, du bist doch total los. Du musst unten durch. Zieh dich doch, der andere zieht dich doch. Der dich nicht sieht. Also. Ich bin unsichtbar. Deckung. Hörst du mich nochmal? Warte. Oder bist du? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, wenn der bei mir ist. Ich glaube, du kannst nichts machen. Und jetzt? Ach verdammt, der da oben. Da ist klar, das steht nicht. Oder musst du den anders falsch ausschalten? Wo ist er? Hinter dir. Auch töte ich ihn dann? Ach nein. Er ist nur ohnmächtig. Ich habe vorher losgelassen, ich wollte es nicht übertreiben. So, nochmal. Und ab dafür. Ja, warte. Hallo? Hallo? Hey. Na, wir haben wohl übersehen. Fuck! Basti. Willst du hierbleiben die ganze verfluchte Nacht? Ja, wieder von vorne. Probieren wir es nochmal. Das ist das, was ich vorhin meinte. Oh, dann geht's auch. Geh doch gleich da in die Deckung, dann schicke ich ihn hier hinter. Hinter. Du brauchst gar nicht erst da lang gehen. Ach, alles gut. Geht mich los. Hallo, ich kann nicht. Ja. Aber du musst doch bei dem letzten auch nicht über diesen Sandblock, kannst dich doch bestimmt auch einfach in die drüber springen. Kannst du den jetzt direkt beim Vorbeilaufen? Ja. Genau. Ja, ja. Und theoretisch müsstest du da unten drunter können, oder? Ja, kommst du da nicht drunter? Bäh. Nee, geht nicht. Nein. Okay. Das funktioniert. Nee, der schlappen kann. So. Den kriegst du bestimmt so. Ja. Ich warte ja noch. Und ab. So, Scharfschütze.
So, dann guck gleich mal da. Da ist nicht. Warte. Okay, schick mich erstmal zurück. Ja. Genau. Da, was wird denn das? Da, willst du mich jetzt hier veräppeln? Jetzt. Nicht übel, Jody. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Nicht nochmal. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Wayne. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Bin ich doch schon lange da. Danke, Sir. Ja, Jody. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jody. Herzlichen Glückwunsch. Hab's geschafft, bei der CIA. Willkommen. Wir, außerdem wir. So, in guter Form bist du. Während des Trainings nichts entdeckt worden. Fantastisch in Kämpfen. Kann man so stehen lassen. Gejagt. Es kommt nach der Botschaft, nachdem wir aus der Botschaft raus sind. Lass mich doch erstmal wach werden. Okay. Es reicht, Aiden. Hab ich gerade erst wach. Lass mich schlafen. Eben hast du gesagt, ich soll dich wecken. Oh, kannst dich mal entscheiden. Und dich nicht zurückgeben. Gut, dann mach ich Dummheiten. Lololololol, ich mag Dummheiten. Oh, das klingt nicht gut. Trinken Sie mal einen Schluck. Umweltverschmutzung. Schön den Becher wegschmeißen. Also stellen wir bloß hin. Irgendwann müsste ich dir wehtun, weil ich so weit weg bin. Willst du das etwa? Nee. Schade. So, einfach mal einen Knopf drücken am Zug. Ich sitze da in diesem Zug, ja? Ja, ach komm, hab dich mal nicht so, Mädchen. So, was soll ich denn hier machen? Dem kann man noch einen Arm gucken. Guck mal, den schau mal an. Na toll, jetzt friert er wegen dir. Oh, ja. Was schauen wir uns denn da an? Cape Town. Ich hab zu lange gedrödelt. Uffi. Und die rein? Was soll ich machen? Ja, ich muss dich wecken, ne? Ah, wie komme ich denn zu dir hin? Wo bist du denn? Da hinten. Du kannst mich auch einfach so wecken. Nein, ich komme nicht zurück. Ich hab doch gesagt. Mist. Thank you.
Zufluchtlos Samtpolizei. Guten Abend. Ma'am, zurück auf den Platz, bitte. Ich muss doch noch aufs Klo. Scheiße, das ist sie! Das ist sie! CIA-Ausbilder, verteidige dich. Ich laufe hier erstmal gerade wie eine Besoffene durch die Kante. Ja, okay, du hast den CIA-Ausbilder noch nicht. Der noch davor. Aua. Du hast deine Jacke verloren. Passiert. Ist kalt draußen. Hey, was soll das? Von den Zugabkarte? Kannst du mich losschicken? Nein. Lauter, damit du uns noch hört. Tut es leid, dass es gerade so laut ist. Oh, die können aber schon gut kämpfen. Sämtlichen anderen Fenstern. Die timen das gut, dass sie immer vor uns sind. Oh nett. Dankeschön. Mensch, ist es doch mal gut hier. So viele Cops sind gar nicht eingestiegen. Du bist geschützt vor Munition. Geil. Also jetzt den Rucksack vergessen und die Jacke.